Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ich freue mich, Sie zur ersten magischen Soiree hier in Klosterneuburg begrüßen zu dürfen. Zwei Themen, meine Damen und Herren, die ihren Ursprung in der griechischen Mythologie finden, sind die Hauptdarbietungen des heutigen Abends. Im ersten Teil werden Sie in das Reich der Hypnose geführt, die Reise ins Unterbewusstsein. Und im zweiten Teil Magie, der Umgang mit dem Übernatürlichen. Die angewandte Hypnose, meine Damen und Herren, und die Kunst der Magie haben schon im frühen Mittelalter das Staunen der Menschen herbeigeführt. Der eiserne Wille des Hypnotiseurs und die Fähigkeit der absoluten Konzentration bewirken, dass für einen Augenblick geschehen, die Ihnen unmöglich erscheinen mögen. Lehnen Sie sich nun zurück, meine Damen und Herren, entspannen Sie sich und genießen Sie die nun folgenden Darbietungen. Begrüßen Sie nun mit mir den Meister der Illusion, Helmut Hessenberger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich über Ihr großes Interesse und über Ihr zahlreiches Kommen, aber vor allem freue ich mich, Sie heute Abend in das Reich der Hypnose zu entführen. Es haben in Kürze viele von Ihnen die Gelegenheit, sich hypnotisieren zu lassen. Ich habe natürlich keine eigenen Medien mitgebracht, denn es würde mir kaum jemand glauben, wenn ich hier auf der Bühne mit meinen eigenen Freunden Hypnose vorführe. Sicherlich haben einige von Ihnen bereits eine Hypnosevorführung gesehen oder sogar daran teilgenommen und wissen daher, dass gewisse Hemmungen und Ängste zwar natürlich, aber völlig unbegründet sind. Ich kann Ihnen garantieren, dass meine Hypnose absolut ungefährlich ist und auch anschließend keinerlei negative Wirkung hinterlässt. Sie werden nach der Hypnose genauso schön sein, wie Sie vor der Hypnose waren. Sie sollten wissen, Hypnose ist ein künstlich herbeigeführter Schlafzustand. Es ist ein wunderbares Gefühl der absoluten Ruhe und Entspannung. Sie sind dabei gelöst von den Dingen, frei von Problemen und störenden Gedanken. Hypnose ist eines der interessantesten Phänomene unseres menschlichen Geistes. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt eine Bitte an Sie. Da Hypnose vollste Konzentration aller Beteiligten verlangt, bitte ich Sie, während der Einschlafphase Ruhe zu bewahren. Ja, guten Abend, es soll natürlich noch ein paar im Zuschauerraum bleiben. Guten Abend. Ist Ihre Ruhe so tief und fest wie nie zuvor? Wie geht's Ihnen? Six, seven, eight, nine, ten.
Sie schlafen jetzt tief und fest, nichts kann stören. Sobald ich Sie jetzt aufwecke, können Sie die Zahl 5 nicht mehr aussprechen. Die Zahl 5 ist aus Ihrem Unterbewusstsein gestrichen. Wir gehen noch einmal zu 10 und schauen mal, wie viele Finger das man hat. Und richtige Bodybuilder-Positionen. Super! Die Jury ist begeistert. Einen Applaus für die Damen und Herren. Das ist ja hervorragend. Auch entspannen Sie sich wieder. Und jetzt die Punktezahl: 9, 9,8, 9,1, 9,9. Sie haben gewonnen! Sie freuen sich fürchterlich. Sie haben gewonnen. Super! Sie sind der Star des heutigen Abends. Ich danke Ihnen. Super. Nehmen Sie wieder Platz. Sie haben gewonnen, Sie fühlen sich wohl. Ich bin jetzt mit dem Feuerwehrauto am Boden. Und auf geht's, wir fahren schneller. Ja, es ist was los hier. Wir fahren alle schnell und fest. Das ist ein Feuerwehrauto. Schau hier, die Blaulichter. Du auch ein bisschen mitfahren. Kaufen, so viel Geld habe ich dafür gezahlt und jetzt werde ich krank. Was? Ich. Nein, das werde ich schon wieder in Ordnung bringen. Es war zwar nämlich reiner Irrtum, es war nämlich gar kein Glykolwein. Es ist nur, der heißt nämlich, wie heißt der? Grüner Veltliner. Wir haben es nämlich verlesen, es ist gar kein Problem. Sie fühlen sich wieder wohl, Sie entschuldigen sich bei der Dame, Sie haben nämlich wirklich jetzt einen Fehler gemacht. Entschuldigung, Sie fühlst. Sie können wieder Platz nehmen, ja. Nehmen Sie wieder Platz, danke, Sie fühlen sich wieder wohl, es ist alles in Ordnung, Sie fühlen sich ganz wohl. Und diese Arie möchtest du endlich einmal deinem Publikum vorsingen. Du hast heute die Gelegenheit dazu, du bist vorbereitet und du fühlst dich wohl. Hier hast du das Mikrofon, das Publikum wartet. Sie fühlen sich ganz wohl dabei. Es kommt jetzt eine Fliege und die wird sich auf Sie draufsetzen. Und nichts kann Sie daran hindern. Nichts wird Sie bieten, nichts wird Sie brechen. Füßen kennen. Wunderbar. Applaus, meine Damen und Herren. Applaus. Kie und schlafen Sie. 1, 2, 3. Sie sind jetzt hellwach, frisch und munter und es geht Ihnen gut. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Mitarbeit. Sie waren ein super Männchen. Das Publikum hat auch sehr nett mitgearbeitet. Danke, dass Sie hier sind.